Yeah. Das ist. Das ist meine Geschichte oder unsere Geschichte. Der Grund für das Ganze, für die tausend Gedichte. Der innerliche Druck, die ganzen Gewichte. Warum ich so lang schwieg und dauernd verzichte. Ich kenn dich seit ich denken kann und du mich so lang auch. Was für mich bedeutet, ich bin da, wenn du mich brauchst. Ob das auch für dich so war, musst du dich selber fragen. Diese Freundschaft ist kaputt und das jetzt schon seit Jahren. Was soll ich zu dir sagen? Enttäuschung ist kein Ausdruck. War klar, dass nach so Tagen dieser ganze Scheiß mal raus muss. Das hier ist wie Hausputz und du bist hier der Dreck. Ich schmeiß dich aus mir raus, du verschwindest jetzt komplett, das hat nichts zu tun mit Rap. Schreiben ist meine Therapie. Ob ich irgendwann Verständnis habe, Mann, ich glaube nie. Und ich spüre dieses Ziehen, obwohl ich weiß, ich habe recht. Mir fiel es schwer zu akzeptieren, dein Herz ist einfach schlecht. So bist du also echt und ich dachte, du wärst nicht so. Schlug Typen nur für dich, damals aus der Disco. Denn jeder sollte wissen, keiner legt sich mit dir an. Und wenn sich einer traute, dann nahm ich das in die Hand. Ich erwartete keinen Dank, für mich warst du mal Familie. Ich dachte, das wäre etwas, was ich niemals mehr verliere. Dass ich dich ausradiere aus den Gedanken meiner Kindheit. Bist du selber schuld? Wie konntest du so link sein? Wie konnte ich so blind sein? Was bist du für ein Mensch? Du warst schon immer anders, doch ich dachte, dass du dich fängst. Egal was du heute denkst, ich hab als Kind schon drüber weggesehen. Als du damit anfingst, meine Dinge einfach mitzunehmen und nur noch Shit zu reden aus deiner eigenen Welt. Ich bin ein Mann und ich rede nicht von Geld. Es geht auch nicht ums Geld, es geht darum, wie du bist. Und dieser Track ist dafür da, dass du mich nie mehr vergisst. Und falls du das nicht blickst oder das dich gar nicht trifft, zeigt es umso mehr, wie charakterschwach du bist. Doch mich wundern wird es nicht, denn du bist halt wie du bist. Ich denk an alte Zeiten, doch ich spüre einfach nichts. Ich denke oft an früher, denk an alte Tage. Hattest du mal eine Krise, war ich da, keine Frage. Aber wo warst du für mich, als ich mal Hilfe brauchte? Als ich am Boden war und Kippenketten rauchte. Als ich unten war und glaubte, dass ich nicht mehr zu retten bin. Alleine auf einem Meer, in einem Sturm, ohne Rettungsring. Als es mir so dreckig ging, es für mich kein Morgen gab. Ich nur noch dunkel sah und es nur noch Sorgen gab. Ich geb die Sorgen ab, bedanke mich für nichts, weil du nichts davon verstehst, was wahre Freundschaft ist. Ich beleidige dich nicht, halt dir einen Spiegel vors Gesicht. Du musst mit dem klarkommen, was du siehst und nicht ich. Wenn der Spiegel vor dir bricht, denk mal über alles nach. Man lässt dein Bruder nicht alleine trauern vor nem Grab. Warum ich sowas sag? Weil du darauf nicht allein kommst. Er friert vor meiner Tür, weil du bei mir nicht mehr reinkommst. Du wusstest, dass die Zeit kommt und ich dir was zu sagen hab. Das drückende Gefühl, was ich jetzt schon seit Jahren hab, wird er zur Erleichterung. Für dich wird's eine Steinigung. Die Steine sind die Wahrheit, für mich wird's immer leichter. Und für eine Einigung ist es viel zu spät, Freundschaften zu pflegen. Du weißt nicht mal, wie das geht. Egal was du erfindest, welche Worte du verdrehst, wir beide wissen, wie es war. Und so bleibt es bestehen. Ich will dir nichts erzählen, auf welche Art ich ein Freund bin. Ich mache dir nur klar, wie sehr ich von dir enttäuscht bin. Rede nicht von Freunden, das existiert bei dir nicht. Ich hoffe, du kommst klar und akzeptierst, wie du bist.